Dieses Tutorial beschäftigt sich mit der deskriptiven Statistik. Bevor wir ans Eingemachte gehen, lass uns nochmal eben kurz das Grundlegende checken. Aufgabenkern der deskriptiven Statistik liegt in der Beschreibung bzw. Darstellung der Häufigkeiten von Merkmalsausprägungen. Für die grafische Datenaufbereitung eignen sich sehr gut Diagramme, die aus Häufigkeitstabellen generiert werden. Diagramme oder auch Verlaufskurven können dazu genutzt werden, Zusammenhänge schnell zu erkennen. Die deskriptive Statistik liefert dem Forschenden erste Eindrücke bzw. Ideen zur weiteren Analyse. Im Folgenden nehmen wir den Häufigkeitsbegriff genauer unter die Lupe. Die absolute Häufigkeit bezeichnet die Anzahl aller Merkmalsausprägungen. Die relative Häufigkeit hingegen gibt Auskunft über den prozentualen Anteil verschiedener Merkmalsausprägungen. In der Formel zur relativen Häufigkeit sehen wir, dass die absolute Häufigkeit durch die Anzahl aller Merkmalsausprägungen geteilt wird. Die Summe der relativen Häufigkeitswerte aller Merkmalsausprägungen ist gleich 1. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Unser Professor für Sportmedizin untersucht im Rahmen seiner Vorlesung 100 Studierende auf Karies. 30 Studierende putzen sich dabei jeden Morgen, Mittag und Abend gründlichst die Zähne und haben daher kariesfreie Zähne. Der Großteil aller untersuchten Studierende putzt sich allerdings nur morgens die Zähne und hat daher einen Zahn, der mit Karies behaftet ist. Einen Überblick über die absoluten bzw. relativen Häufigkeiten gewinnt man am besten durch das Anfertigen einer Strichliste. Für die Darstellung von absoluten Häufigkeiten eignen sich Liniendiagramme, Balkendiagramme oder Häufigkeitspolygone. Dieses Säulendiagramm zeigt das Anfangsgehalt in 1000 US-Dollar für 42 Hochschulabsolventen mit dem Bachelor in E-Technik. Für die Darstellung von relativen Häufigkeiten eignet sich das Tortendiagramm sehr gut. Wir spielen die Berechnung der relativen Häufigkeit kurz mal durch. Addieren wir die Zahlen 42, 50, 32, 55, 9 und 12 miteinander, so erhalten wir den Wert 200. Die Division von 42 durch 200 ergibt eine relative Häufigkeit von 0,21, sprich von 21%. Anhand unseres Golfbeispiels möchte ich euch nun das arithmetische Mittel, den Median und den Modalwert, sprich die statistischen Kennzahlen, näher bringen. Lasst euch dabei bitte nicht von der Formel für den Mittelwert abschrecken. Das x mit dem Querstrich oben drüber ist die Bezeichnung für den Mittelwert. Der griechische Großbuchstabe Sigma ist das Summenzeichen. Demzufolge werden alle Merkmalsausprägungen summiert und im Anschluss wird durch die Anzahl aller Merkmalsausprägungen geteilt, sprich durch n, den Stichprobenumfang. Die Summe aller Punktzahlen beim Golfturnier ergibt 2806. Was jetzt noch fehlt, um die Berechnung abzuschließen, ist die Division durch 10. Der Median, auch bezeichnet als Zentralwert, ist auch ein Lagemaß zur Beschreibung der Mitte eines Datensatzes. Glücklicherweise ist unser Datensatz schon nach seiner Größe geordnet. Unser bloßes Auge sagt uns, dass sich zwei Zahlen in der Mitte des Datensatzes befinden, und zwar die 280 und die 281. Aus diesen zwei Zahlen wird das arithmetische Mittel berechnet und wir haben den Median. Dieser beträgt in diesem Fall 280,5. Der Modalwert gibt Auskunft darüber, welche Ausprägung am häufigsten vertreten ist in unserem Datensatz. Auch das ist einfach zu ermitteln, es ist die Zahl 277. Kommen wir nun zu den Kennzahlen Varianz und Standardabweichung, auch bekannt als Streuungsmaße. Bei der Varianz nehmen wir die Differenz zwischen Merkmalsausprägung und Mittelwert. Diese Differenz nehmen wir zum Quadrat, sodass wir nur noch positive Werte haben. Diese summieren wir auf und teilen im Anschluss durch n-1. Die negativen Differenzen sind hier in Rot gekennzeichnet. Nicht zu vergessen, der Mittelwert betrug 280,6. Alle Differenzen, sowohl die roten als auch die grün markierten, zum Quadrat und aufsummiert, ergeben den Wert 74,4. Als Ergebnis für die Varianz erhalten wir also den Wert 8,2 Periode 6. Nun ist es ein leichtes, die Standardabweichung aus der Varianz zu bestimmen. Wir nehmen die Quadratwurzel von 8,2 Periode 6 und erhalten einen Wert 2,876 ... Diese Zahl gibt uns Auskunft darüber, wie weit die Merkmalsausprägungen im Durchschnitt vom Mittelwert entfernt sind. Ein Statistiker würde sagen, die Standardabweichung ist die Größe, die genutzt wird, um die Streuung von Verteilungen zu messen. Was genau das heißt, erfahrt ihr in der nächsten Folie. Links sind die Messwerte gestreuter als rechts. Die Standardabweichung kann sehr schnell steigen, wenn Werte, die weiter von den übrigen entfernt sind, mit in die Berechnung einbezogen werden. Sie nimmt jedoch niemals einen negativen Wert an. Sie ist entweder eine positive Zahl oder 0. Die Standardabweichung ist 0, wenn alle Werte gleich sind.
In unserem Golfbeispiel hatten wir einen Mittelwert von 280,6 Punkten. Die Standardabweichung betrug um die 2,9. Wir können also sagen, im Schnitt weicht die Merkmalsausprägung um 2,9 Punkte vom Mittelwert ab. Ehe es komplizierter wird, machen wir lieber Schluss. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.